So, kurzer Disclaimer, wir befinden uns ja tatsächlich gerade auf so einer Art von Road to 1K. Also vielen Dank für den Support da auf jeden Fall und lasst gerne weiterhin kostenloses Abo da, wenn euch das gefällt, was ich hier auf dem Kanal mache. Wir haben die Prozentzahl schon gut runterbekommen hier an Zuschauern ohne Abo. Geht natürlich noch ein bisschen mehr und jetzt viel Spaß mit dem Video. Und ein Moinsen zu einem etwas anderen Video für diesen Kanal. Es soll darum gehen, ja, warum der Stream vorhin nicht lief. Kurze Zusammenfassung. Ich habe eine zweite Urheberrechtsverwarnung bekommen. Nicht wundern, hier links ist der Screen, wo ich die Tabs offen habe. Ja, keine Ahnung. Ich kann immer noch nicht richtig erklären, warum. Wurde auf jeden Fall irgendwas wegen, ihr seht es ja, verwendete Inhalte Werder gegen Stuttgart von Media Stalker entfernt. Irgendwas war da scheinbar. Das Einzige, was ich mir erklären kann, was ich mir aber auch gleichzeitig wieder als Argument quasi entkräftigen kann, ist ja dieses Ding, dass man halt bei mir so ein bisschen noch Ton hört vom Fernseher. Was aber durch das Ansteckmikrofon auch nicht mehr großartig sein dürfte, weil das ja dann direkt an mir dran klebt. Man hat Ton vielleicht auf, wenn ich in OBS gerade sehe, auf minus 60, minus 50 dB oder sowas gehört. Das ist Quatsch. Und sowieso, Ton war noch nie groß wichtig. Wenn bei Ton, keine Ahnung, selbst wenn es ein richtiger Hit ist, wenn es ein Chart-Track ist oder sowas, wo man den einbaut. Ich hatte es zum Beispiel mal mit dem Havana-Lied, was irgendwann mal in Charts war für den Frankfurt-Stream, in einem Video. Das Einzige, was da passiert ist, dass gesagt wurde, yo, du, das ist Musik, die ihr nicht gehört. Wenn ich könnte, dürfte ich es nicht monetarisieren. Plus derjenige, dem der Song gehört, der dürfte es monetarisieren. Quasi so eine gelbe Verwarnung, so eine halbe Verwarnung quasi. Du bleibst online, aber du darfst halt nicht monetarisieren. Das heißt, rein vom Ton her dürfte dieser Stream auch nicht direkt gelöscht worden sein und deaktiviert worden sein. Man war ja so, wir waren im Spiel drin, 5, 6 Minuten oder sowas. Von mir kam diese Meldung, Black Screen auf YouTube, auf Twitch lief weiter. Black Screen quasi, Urheberrechtsverwarnung und so weiter, und jetzt streame ich nicht mehr weiter. Und ich konnte auch keinen neuen Stream mehr starten auf YouTube, deswegen habe ich auch nicht gestreamt. Ich hätte auf Twitch streamen können, aber das, keine Ahnung, da war ja keiner eingeweiht, da hätte sich wahrscheinlich wenig bis niemand angeschaut. Deswegen, hab mal geschaut, wer ist Media Stalker? Media Stalker, wenn wir uns eingefilmt und das hier, mediastalker.ai, scheinbar eine englische Firma, whatever, auf jeden Fall eine englische Seite, die halt wohl irgendwie auch so einen Algorithmus oder so in so eine Richtung halt durch YouTube und Plattformen durchfahren lässt, in der Sachen sucht, die Copyright sind oder sein könnten. Keine Ahnung, wenn man jetzt mal guckt, die haben hier irgendwas von Sports Broadcasting drin. Ja klar, aber ich habe ja kein Video gezeigt. Ich habe keinen bunziger Inhalt gezeigt auf dem Ding. Und dann hier unten gibt es so als Klienten, gibt es Sport Plus, was am ehesten nach Sport klingt. Aber wenn man das mal eingibt, quasi Sport Plus Bundesliga, wollt gucken, ob es hier irgendwie eine Rechte gibt oder sowas, dann kommst du mit den ersten Suchbegriffen auf eine Seite quasi, wie man es kennt von so illegalen Streams. Du kommst auf eine Seite, wo du dann das VfB-Spiel anklicken konntest und dann auf einmal so das Spiel gesehen hast im Stream mit Bundesliga-Logo und so weiter drin und halt irgendwelchen russischen Zeichen drunter. Also das Typische, was man kennt, so wenn man kein Sky-Abo hat, sucht man sich sowas zum Beispiel, das ist so ein typischer, wirkt zumindest wie so ein typischer illegaler Stream auf Russisch, Saudi-Arabisch und so weiter. Man kennt es ja als Fußballfan, man kennt es ja. Deswegen, keine Ahnung. Ich bin davon überzeugt, dass es ein absoluter Fehler war. Hier steht ja dran, Werder Stuttgart. Das heißt, er ist wahrscheinlich gefühlt einfach diese Suchbegriffe durch, hat es gefunden und raus damit. Weil ich habe nichts am Video gezeigt und auch vom Ton her, der war ja so leise und so weit weg quasi. Das kann so ein Algorithmus nicht so schnell quasi irgendwie, oder ich kann es mir zumindest nicht vorstellen, dass es an einem Ton liegen könnte. Weil sonst wären da zumindest zum Beispiel auch sowas hier. Also erstmal meine alten Videos, ne, da wo jetzt zum Beispiel das Mikrofon noch nicht da war. Letzte Stream gegen Bayern zum Beispiel, da war teilweise der Ton mehr oder minder laut, weil halt die Webcam quasi auf halbem Weg zwischen Bildschirm, wo das Spiel läuft, und mir ist quasi. Das hat man den Ton viel mehr gehört, da ist nichts passiert. Oder auch hier, coole Jungs, Beglob TV, feiere ich selbst. Aber wenn man da mal reinhört jetzt heute in den Streaming Paderborn, da hörst du den Kommentator wirklich ziemlich gut, relativ laut raus. Und da passiert auch gar nichts. Die haben eigentlich von der Reichweite her 13.400 Abonnenten, das ist noch was anderes als 925 oder was wir jetzt gerade bei mir sind. Keine Ahnung, es ist genau das gleiche wie mit dem hier, wo ich aber kein Problem mit habe. Mit dem zweiten, mit dem ersten quasi, habe ich kein Problem, der läuft eben 18. Dezember ab. Jetzt sind wir wieder bei einem von drei, da habe ich kein Problem damit, alles chillig. Bunzige Inhalte, es ist eine Zeit lang gut gegangen wegen Algorithmus und so, ist aber mein Fehler, habe die Videos runtergenommen, ich habe die Rechte nicht. Alles entspannt. Aber ich auch. Gamerplatter feiere ich auch. Knapp 900.000 Abonnenten. Seine Schalke-Karriere damals 2019 war ein richtig geiles Projekt. Also jetzt hier zum Beispiel hat er hier Dingens am Laufen.
für sein Intro quasi. Irgendwelche Schalke-Tore hier, Pokal und so Geschichten. Oder ganz am Anfang fängt schon an, läuft irgendein altes Bundesliga-Intro durch mit ARD und so weiter. Ich bezweifle stark, dass er die Rechte dafür hat, aber da passiert auch nichts. Hab so ein leichtes Gefühl so ein bisschen, dass es wirklich auf die kleineren Kanäle ankommt. Ich finde das so komisch. Wir waren zu dem Zeitpunkt 17 Zuschauer und sowas wird erkannt. Und halt sowas hier nicht, wo dann was weiß ich wie viele Zuschauer live sind und so. Wo aber genau der gleiche Tatbestand ist, ne? Nichts gegen die, ne? Das ist gegen diese Algorithmus-Scheiße, diese scheiß Urheberrechtskacke. Diese ganzen scheiß programmierten Sachen funktionieren halt auch alle nicht einwandfrei. So ist es halt nicht. Sie funktionieren nicht alle einwandfrei. Ich habe denen mal eine Mail geschrieben auf Englisch. Keine Ahnung, ob das was bringt, ob die das Geld bitte zurücknehmen können und so weiter, weil ich bin der vollen Überzeugung, dass es halt einfach ein Fehler ist. Deswegen keine Ahnung, ob das klappt, ob das was bringt. Ich glaube kaum, dass mir diese große Firma zurückschreibt. Vielleicht, aber mit viel Glück passiert da ja was. Sonst, wie geht's weiter mit den Streams? Ne? Ich werde es wahrscheinlich echt so machen, ist auch vom Aufwand chilliger. Wenn ich wirklich auf 100% sicher bin, werde ich es wahrscheinlich so machen, oder ich werde es sehr sicher so machen, dass ich ab dem Dortmund-Spiel nächste Woche, ab dem Dortmund-Stream dann halt auch quasi hier vom Desktop aus, vom PC-Setup aus streamen werde, damit ich einfach hier auch mit Kopfhörern hocke, das Spiel über Kopfhörer höre und einfach nur für euch reagiere. Damit wirklich gar keine Chance ist, weil ich habe den Bildschirm mit Sky sogar recht leise und so weiter. Wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass Ton ist wirklich ein Problem. Ich glaube auch, dass es einfach ein Algorithmusfehler ist oder sonst was Fehler ist, Online-Fehler ist von denen, von ihren Programmen da. Mal gucken, ob bis nächste Woche irgendwas passiert mit dem Media-Stalker-Ding. Weil Problem ist halt, wenn dann nochmal so ein Ding passiert, nochmal so ein Fehler und die auch das Dortmund-Spiel dann quasi nochmal nehmen, nach dem Motto, yo, wieder selber Algorithmus-Fehler quasi. Weil da mal, dann wird das ja wieder kein Problem sein, also wieder ein Fehler. Könnte wieder sein, dass sowas passiert wie heute halt, ne? Und dann wären wir bei 3 und bei 3, zack, ist der Kanal weg. Und da habe ich keinen Bock drauf. Jetzt habe ich, mache diesen Kanal seit 4,5 Jahren mit Leidenschaft, immer recht aktiv gewesen. Macht mir einfach Bock, ich habe keinen Bock, diese Scheiße zu verlieren. Und vor allem jetzt, wo wir gerade tatsächlich mal auf dem Weg sind zu einem richtig coolen Step mit den 1000 Abonnenten, das wird mich so ankotzen. Deswegen bin ich auch so ein bisschen überlegen noch, ob ich den Stream dann, oder die Streams vorm 18., weil danach habe ich dann zumindest wieder nur noch einen von 3, ob ich dann, da wäre es wieder noch 2 frei und nicht noch nur ein frei, ob ich die nächsten beiden Streams, also Dortmund und Union, die es dann betreffen würde, dann nur auf Twitch streamen, weil da lief das Stream ja weiter, da war es kein Problem. Quasi wenn ein extra Video kommt von wegen, ich mache es nur auf Twitch oder irgendwie auf Instagram oder in meinen Ankündigungsvideos in einem kurzen Ding dran steht, diesmal nur Twitch zum Beispiel unten ist und kein YouTube oder so, dann wisst ihr, dass es nur auf Twitch läuft. Aber sonst würde ich es einfach so machen, Stream ganz normal gegen Dortmund nächste Woche, halt dann ab jetzt am PC und mit Kopfhörern bin ich komplett safe, dann kann mir keiner mit irgendwas kommen. Jetzt kann mir sowieso schon keiner kommen. Ich gehe davon aus, dass einfach wirklich irgendein dummer, ach so tolle Online-Algorithmus, ich suche dir Copyright-Sachen raus, Scheiße passiert ist, die halt auch nicht fehlerfrei ist. Weil ich habe nichts getan. Problem ist ja, dass man das auch nicht nachgucken kann, weil das Video ist ja gelöscht, kann ich nachgucken, was genau da war. Aber ich habe nichts getan, was irgendwie eine Urheberrechtsverwarnung auf sich ziehen sollte. Damit danke ich mich fürs Zuschauen. Spiel, ja, wird ein bisschen mehr im Podcast kommen, aber erstmal souverän auswärts gewonnen, alles chillig, verdienter Auswärtssieg. Gut, sieht das Aktion am Ende polarisiert ein bisschen, klar, hätte er nicht machen müssen. Aber man muss jetzt auch nicht so einen riesen Fass aufmachen, wie es jetzt so ein bisschen gemacht wird. Ich finde es jetzt nicht so krass dramatisch, die Szene. Und da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, natürlich das Spiel auch sehr, sehr gerne gestreamt. Jetzt wisst ihr aber die Hintergründe und bis zum nächsten Mal.